So, hallo, wir machen weiter. Bei Minerva. Ich hab's fast vergessen. Adipicium Tribunalis sagen. Das werde ich nicht sagen. Und sind im Level. Im Level. Oh mein Gott! Ach ja. Hätte ich vielleicht warnen sollen. Ah, oh, ich würde sofort wieder Let's Playen, wenn ich es nicht schon dreimal. Dreimal. Nicht schon einmal Let's Played hätte. Die Musik ist übrigens tatsächlich nur wegen dir hier drin. Sehr gut. Jetzt schon mein das beste Level des Hex. Okay. Was haben wir jetzt hier? Yoshi? It's possible to ride a Yoshi. Ach Mensch, echt? It's possible to grab two items at once. It's possible to combine... Oh, was willst du von mir? Oh je. Genau, gehen raus an HF und seinem Level Chelo Kai Inferno. Aus Cruella 1 übrigens. Das heißt, du hast das auch gespielt. Oh je, oh je. Ganz starke Inspiration hier. So, wo war jetzt mein Ziel? Schlüssel ist hier, Schlüsselloch ist rechts. Ah, da ist das Schlüsselloch, okay. So. Nun. Also. Wenn da ein P-Switch läuft, wäre ich. Und den Schlüssel hätte, wäre cool. Hey, wait, wie komme ich da überhaupt hin? Wie komme ich denn da hoch? Was zur Hölle? Unsichtbares Yoshi oder was? Eigentlich kennst du den Glitch nicht, aber das Setup ist eigentlich sehr offensichtlich. Naja, unsichtbares Yoshi aber. Dann versuch mal ein unsichtbares Yoshi. Ja, eben, da geht's ja schon los. Aber wahrscheinlich hat es dann was mit der. Es sieht halt auch so ähnlich aus, wie wenn der jetzt so ein Sprungbrett ist, aber das ist halt kein Sprungbrett. Dafür ist da so eine Brücke. Richtig. Dann wird die wohl ähnlich wie so ein Sprungbrett funktionieren, keine Ahnung. Okay, wir spielen einfach mal. Ach, ich krieg direkt einen P-Switch. Das ist ja schon mal freundlich. Dann kann ich hier doch jetzt gleich ein unsichtbares Yoshi erstellen. Ach, scheiße. So. Hui. Hui. Okay, das war nicht, was ich wollte. Den P-Switch duplizieren. Das ging auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie. Das ist nicht dein Ernst. Bitte? Das ist doch nicht dein Ernst. Yoshi plus P-Switch. Ach so, das ist ja. Gleich? Ja, nee, ja, ich habe an was völlig anderes gedacht. Ich habe es jetzt irgendwie auf das unsichtbare Yoshi bezogen. Ja. Inwiefern, wie hoch geht dieses Ding? Da hoch, wo du es spawnst. Richtig. Ach genau, immer da, ja. Ja, es ergibt Sinn. Also viel Spaß, den Block erstmal, ja, so 7 Blöcke nach oben zu duplizieren. Ja, wir sehen uns dann in 5 Stunden. Nützt mir gar nichts. Okay, also ich kann einen P-Switch duplizieren, das ist richtig. Ich weiß nicht, warum ich das sollte, aber ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ich kann's. Mit Fisch. Jetzt ist das unsichtbare Yoshi übrigens runtergefallen. Kann ich jetzt eigentlich? Ja. Nützt mir nichts, aber ist cool. So, aber was will ich hier überhaupt tun?
Warum kann ich hier rutschen? Weil es cool aussieht. Ach so. Im Zweifelsfall. Das war's nicht so gut jetzt. Na, immerhin lebt der Yoshi noch. Ja. Ist aber useless. So. Einmal käme ich jetzt drüber. Ah, ich komme zweites Mal auch drüber. Ich meine, das ist garantiert noch nicht die Lösung für alles, aber ich kann mal gucken, wie es weitergeht. Da ist der Schlüssel. Dann käme ich jetzt an den Schlüssel schon mal ran. Situation wird schwierig. Na, jetzt nicht, aber grundsätzlich. Und dann bin ich eh da unten gefangen. Sowas nützt mir nichts. Kämst du weiter? Was sind das? Sind Notenblöcke, ne? Ja, natürlich. Nützt mir auch nichts. Ist das Deko da unten einfach so? Ja, muss ja Deko sein. So, den Block duplizierst und dann die Münzen einsammelst, dann weißt du, da war der Block ursprünglich. Ich soll den Block duplizieren. Als kleine Orientierungshilfe, wo dein unsichtbares Yoshi ist, ja. Also wenn du es ohne Duplikation schaffst, dann herzlichen Glückwunsch. Wäre ein toller Break, den du mir dann zeigst. Du willst tatsächlich, dass ich ein unsichtbares Yoshi baue? Ich dachte, das war vorhin Spaß. Ja, dann ist ja alles gut. Jetzt krieg ich es nicht mehr hin. Huch! Das war eine effiziente Methode. Okay, so, und jetzt weiß ich, dass es eins daneben ist, oder wie sehe ich das? Wenn der P-Switch nachher fällt, ja gut, egal. Ja, aber ich... Überfragt. Mal wieder. Nicht so wirklich viel gemacht, außer einen Yoshi zu duplizieren. Ja, aber ich kann auch nicht viel mehr machen. Moment, ich kann erstmal mit Yoshi da drüben rumlaufen. Da war ich ja noch gar nicht. Aber wie funktioniert jetzt dieses Brückending? Das kann ich mir mal angucken. Kann ich das so schon... Ups. Kann ich das so schon auslösen, den Glitch, oder muss ich dafür irgendwas machen? Du kannst ihn so schon auslösen. Ich hab's leider akustisch nicht verstanden. Du kannst ihn so schon auslösen. Okay. Keine Ahnung, warum du mich manchmal nicht hörst. Es ist irgendwie so, dass ich mich da reindrücken muss und keine Ahnung. No! Nee, ich glaube, so geht es nicht. Es sind zwei Brücken letztendlich. Oh, nee. Muss die eine oben sein und die andere... Also, dass die so nach oben geht? Und dann kann ich da drauf stehen? Nein. Schade. Nah dran. Tatsächlich jetzt. Aber nicht drauf, leider. Ha. Komm ich drauf, ohne dass man es mir sagt?
HF ist auf Anhieb drauf. Ja, HF ist aber... Er kannte den Glitch angeblich auch nicht. Ja, aber HF hat trotzdem mehr Ahnung von solchen Sachen. Deswegen meine anderen beiden Tester sind eigentlich auch auf Anhieb draufgekommen. So gesehen, viel kannst du hier ja eigentlich nicht machen. Weil du sagst, ich bin nah dran. Womit bin ich denn nah dran? Erfolgreich auszuführen. Es ginge aus der Situation. Du machst es halt nur nicht richtig. Ja. Und es ist ja kein frame-perfektes Zeug. Von daher gibt es jetzt eigentlich nicht so viele Optionen, die du noch ändern kannst. Ich kann auch dagegen springen von unten. Wenn er wahrscheinlich gerade hochfährt oder so, ist ja auch komisch, nee. Nee. Im Prinzip müsstest du nur deine letzten beiden Aussagen kombinieren. So, was habe ich gesagt? Wenn er gerade hochfährt, habe ich gesagt, und von unten geht. What? Wieso darf er das? Ehrlich. Wieso darf er das? Als wäre da einfach keine Wand. Ich würde sagen, derselbe Typ, der Yoshi programmiert hat, hat auch diese Brücken gebastelt. Als wäre da einfach keine Wand. Was? Ich möchte dich daran erinnern, du spielst SMB. Es sollte nicht allzu verwunderlich sein, dass sowas passiert. Das habe ich noch nie gesehen. Okay. Achso, ja gut, ich kann mich umbringen. Er geht wahrscheinlich schneller. Wir haben immerhin ein Puzzleteil schon mal gefunden. Jetzt gilt es noch, den Rest zu kombinieren. Ja, ich muss dann mit P-Switch und Schlüssel da hoch. Also ich brauche wirklich auf Yoshi einen Double Grab. Auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß noch nicht wie, aber ich brauche auf Yoshi nachher einen Double Grab. Mit P-Switch und Schlüssel. Das heißt aber auch, dass dieser P-Switch hier noch nicht gedrückt werden darf. Ihn endlos oft drücken. Ich habe ja einen Yoshi. Ja, 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 ja. Dann könnten wir eigentlich erstmal die Münzen da wegmachen. Pilz auch essen. Oh mein Gott. Ja, aber ich habe ja Herrschaft, wieso dreht er sich denn nicht um? Danke. Ich habe ja kein unendliches Yoshi. Ja, du hast immerhin noch ein zweites Yoshi. Ja, das ist richtig, aber dann wäre ja dein Hinweis von vorhin irrelevant. Dass ich wissen muss, wo dieses zweite Yoshi ist. Was sagt denn, dass momentan alles richtig ist? Das ist doch eh schon versaut. Habe ich? Also wie ich es aus der Position jetzt schon? Ich habe ja nichts gemacht, außer das Yoshi da runtergeschmissen. Ist das schon kacke? Es nimmt Zweifelsfall heraus. Ach Mist. Ezekiel, wieso frisst du denn nicht? Spring halt einfach mit Yoshi zusammen runter. Das macht es wesentlich einfacher, den Pilz zu fressen. Ja, gut. Und jetzt mit P-Jump darüber. Nein, besser nicht. Das hat nicht hingehauen.
ein bisschen schneller bin, könnte es aber funktionieren. Okay. Vielleicht vergrößere ich die Lücke noch. Aber ich glaube, du kommst trotzdem nicht weiter. Aber ich komme jetzt ja auch nicht mehr zurück. Was für, wofür ist das denn jetzt eigentlich alles noch da? Hä? Yo! Ach, das war eine Röhre, die nach oben geht. Korrekt. Funktioniert ganz ähnlich wie mit dem Yoshi schlüpfen lassen. Die berührt, die bewegt... Ah, ja. Ah, dann muss der Typ da durchlaufen. Also der Koopa-Typ. So, dann läuft der Koopa-Typ da durch. Dann muss ich das hier auslösen. Der läuft da durch. Bleibt dann da oben hängen. Was will ich mit dem? Nee, der bleibt nicht hängen, der dreht da um. Dann dreht er in der Regel um. Okay. Das ist einfach nur Instakill, mehr nicht. Was mache ich denn jetzt da? Was ist mein... Ich habe halt schon wieder überhaupt keinen Ansatzpunkt, wie ich hier jetzt vorgehen könnte. Was ist denn dein endgültiges Ziel? Naja, mit P-Switch und Schlüssel da hinten hochspringen. Was brauchst du dazu? Ich brauche den Double Grab auf Yoshi. Okay. Und wie bekommst du einen Double Grab auf Yoshi am besten hin? Das ist wahrscheinlich dein Problem. Ja, ich weiß es nicht. Das ist genau das Ding, ich weiß es nicht. Was passiert denn, wenn du auf einem unsichtbaren Yoshi sitzt? Ah, okay, Yoshi? Ich hab Sachen an der Hand. Ich hab Sachen. Ah, fuck my life. Ich hab Sachen in der Hand. Also, ich hab das Zeug da, ich mach den Double Grab. Yoshi fällt in den Abgrund, ich sitze auf Yoshi mit Double Grab. Korrekt. So. Dann muss ich aber an die ganzen Sachen rankommen, ohne zu viele Yoshis zu opfern. Du hast ja theoretisch endlos viele Yoshis. Hm? Du kannst den Block duplizieren, Yoshi opfern, nochmal duplizieren, nochmal opfern, nochmal duplizieren, nochmal opfern. Dann muss ich aber so duplizieren. Ja, stimmt, dann muss ich so duplizieren, dass ich den ersten nicht auslöse. Ja, korrekt. Hast recht. Das ist korrekt. Oh Gott. Aber wie komme ich hier überhaupt zurück? Ach Mensch. Wie komme ich hier zurück, wenn ich P-Switch und Schlüssel habe? Ah, ich kann auf dem Schlüssel reiten. Oh, fuck, ich kann auf dem Schlüssel reiten. P-Surfing. Okay. Dann dupliziere ich dich mal nach oben. Auf Kommando. Thank you.
Ah nee, dumm, ich will ja. Nee, kann es trotzdem erstmal machen. Ja, wieso klappt denn das jetzt nicht von, als funktioniert? Ich mach die Lücke etwas größer. Aber ich hab's ja vorhin hingekriegt, warum hab's jetzt nicht mehr? Hä? Bin ich dumm? Ich konnte davon auch ganz. Es ist ein knapper Sprung. Mehr ist es nicht. Ja, eben, ich hab's ja vorhin geschafft, ich hab's ja gesehen, das ist. Ja, eben. Lel. Ich hab was vergessen. Ach so, wenn der ankommt, drückt er mich eins zu hoch. Auch auch interessant. So, jetzt muss ich aber erst dafür sorgen, dass diese doofe Röhre sich bewegt. Ich glaube, ist deine momentane Situation trotzdem nicht ausreichend. Weil es. Weil mir Dinge fehlen. Nein, ich glaube, es funktioniert nicht. Ich weiß noch nicht mal, warum ich den. Ach so, weil das ist das Ding, womit ich mich treffen lassen will. Ja, ich sehe. Das Ding hat auch ein Herz. Das ist mir in dem Fall wurscht. Aber es stimmt. So, aber die Frage ist, wie löse ich jetzt überhaupt diese Röhre aus? Ach so, nicht von hier oben? Get dang it! Sondern von da. Sehr. Ein Stückchen weiter nach links hättest du gemusst. Und damit meine ich das richtige links. Ah! Hast du gesehen? Für den letzten Frame, wo du gestorben bist, hat sich die Röhre bewegt. Ja, Len. Also musst du an genau dieser X-Position stehen. Y-Position. Nee, X. Ich bin ja kein Mathelehrer, ich darf mich da ja vertun. Spring doch einfach nochmal in den Abgrund und schau, wie sich die Röhre bewegt. Oha, was? So. In diesem Sinne viel Spaß, die Röhre bewegen zu lassen. Da muss ich stehen? Korrekt. Wie soll das denn gehen? Ja, spul doch nochmal zurück. Muss ich da fünfmal mit dem Schlüssel hin und her, bis die oben ist, oder was? Nee, kann ja auch nicht. Ja, warum kannst du denn da nicht stehen? Ja, weil da Abgrund ist. Dann prüfe doch bitte nochmal die Y-Position und prüfe, ob überall Abgrund ist. Die Y-Position, nicht die X-Position. Ja. Da oben ist kein Abgrund. Was folgern wir daraus? Ja, aber ich komme da ja nicht hoch. Wenn du da nicht hochkommst, dann bist du noch beschränkter in deiner Spielweise, als ich dachte. Kam ich hier unten hoch? Da waren Wolken, ne? Ah, fuck. Da waren Wolken. Noch hin. So. Dann brauche ich den Schlüssel erstmal nicht mehr. Die halbe Miete. Jetzt brauche ich das nicht. Danke. Yoshi, lass das. Danke. Ah, ich mache die mal weg, dass ich hier. Super. Oh, wait! Das war doof. Die
kommt da nicht weiter, das ist richtig. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich denn das jetzt? Kannst du mal probieren, ob diese Blockbrücke auch um 16 Blöcke quasi vom Screen verschoben werden kann? Hey? Wenn du das Yoshi schlüpfen lässt und die Röhre wachsen lässt. Aber was soll mir das nützen? Dass du dich nach oben teleportierst. An einer etwas anderen Exposition. Was? Oder du machst es so, das geht natürlich auch. Ja, aber jetzt ist halt Yoshi hier oben. Ja und? Yoshi muss doch wieder sterben. Ja, du hast doch sowieso schon seit langer, langer, langer Zeit nicht so ganz intended gespielt. Von daher. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Aber jetzt komme ich nicht. Keine Ahnung. Kannst du einmal ausprobieren, ob der Rest deines Plans funktioniert und das Level gegebenenfalls neu starten? LOL. Magic. Geh da weg, Mario. Ja, jetzt kommt halt Leben raus. Was du erzeugst, wird ein Leben, korrekt. Ja, das ist schon klar. Ja, und jetzt würde der dann da runterlaufen. Nee, würde er nicht. Nö. Hä, was will, wozu will ich? Ich will gar nicht, dass der da nach hinten läuft. Der soll hier runterfahren. Oh mein Gott, bin ich dumm. Das hast du wenigstens schon mal richtig erkannt. Der soll hier runterfahren. Ja, dann ist ja... Ach, der soll gar nicht nach hinten laufen. Oh Gott, okay. Ja, gut, dann lass ich mich hier treffen und dann ist easy. So, Bräuchtest du noch Yoshi und unsichtbares Yoshi hier und die Sache wäre gegessen. Dann will ich eigentlich doch nur noch dafür sorgen, dass Yoshi da hinten nicht hochkommt und ich schon. Richtig. Aber die Art und Weise, wie du mir gesagt hast, wie ich das machen soll, hat mir gar nicht gefallen. Die war auch, so nicht korrekt. Ah ja. Ich wollte dir einfach nur mal ein Albtraum-Szenario in den Kopf malen. Ich meine, es kann doch aber gar nicht funktionieren, weil die doch gar nicht nach oben geht, diese Plattform. Ist richtig. Wie gesagt, also eigentlich hättest du das sehr schnell durchschauen können, dass das eigentlich nur eine Fake News meinerseits ist. Ja, daran habe ich ja gedacht, aber... Ja. Will ich dann da erst den Pilz verlieren? Wäre eine Möglichkeit. Das bedeutet aber, ich muss mit Pilz zum Schlüssel kommen. Oh! Ich komme mit Pilz zum Schlüssel. Ich bin so dumm. Ich bin so eine... Warum lösche ich mich nicht ein? Aua! Warum lösche ich mich nicht einfach? Warte, ich brauche jetzt gar kein zweites Yoshi. Die Switch einmal drücken und du brauchst ihn später noch. Von daher... Lass mich kurz nachdenken. Ich muss jetzt in Pieces drücken, ja, und dann duplizieren. Aber dann kann dieses Yoshi sich verabschieden. Wow.
Also muss es ja sogar. Schneller. Okay. So, jetzt kann ich die hier hochfahren lassen. Ja, Chosen das immer gesagt. Die Hektik-Version spielen. Hilfe! So, und jetzt kann ich hier rüberfahren. Oder auch nicht. Mann! Knöpfe. Falscher Knopf. Richtiger Knopf. Ich erpasste. Ist okay. So, kommt der? Er kommt. Oh Gott. Wait a moment. Ah, nee, ich will ja gar nicht. Jetzt hätte ich zugemacht. Oh. Boah. Ach so. Mir fehlt eine Vorbereitung. Jetzt wird's halt ein bisschen stressig. Aber naja, im Prinzip ist es jetzt nicht das Problem. Ich meine, der läuft jetzt ganz schön lange da rum. Das kann aber ganz schön knapp werden, dieses ganz schön lange, wenn du A, den Yoshi duplizieren musst, B, dann den Double Grab hinkriegen musst und C, noch auf dem unsichtbaren Yoshi landen musst, während der andere Yoshi dann schon in den Abgrund läuft. Aber du kannst es gerne machen, es ist möglich, von daher. Ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so knapp wird. Außer ich erwische halt den Typen nicht. Wenn ich natürlich dumm bin, sieht es wieder anders aus. Irgendwie geht es mit dem P-Switch einfacher, aber es ist eigentlich egal. Es muss eigentlich egal sein. Vollkommen egal. So. Oh Mist. Das Dumme ist jetzt ja, die müssten unten sein. Ach, F, wir machen es von vorne. Scheiß drauf. Okay. Aber das ist nur mein Hinweis. Bitte? Ich glaube, du hast es schon versaut. Wieso? Oh. Wenn dein Blick nach oben. Der springt über den Notenblock, ne? Der springt jetzt nicht direkt, aber wenn er nach unten läuft, läuft er gegen eine Wand, dreht daran um und dann wird es sehr, sehr eng. Wie habe ich denn den ausgelöst? Ach, hier. Warum? Au! Warum habe ich den ausgelöst? Keine Ahnung. Ach, come on. Ach, come on. So, nee, ich kann ja jetzt schon das Unsichtbare erstellen. Doch. Wir sind ja schon an dem Punkt. Doch, du kannst es auch jetzt schon erstellen. Muss ich ja. So. Und jetzt muss ich mit dem wieder den P-Switch duplizieren. Richtig. Und dann ist ja das. Solange du das Yoshi dann nicht in den Abgrund wirfst. Ah! Das war ein bisschen laut, sorry. So. Nee, lass doch einfach alles liegen, Kollege. Du hast alle Zeit der Welt. So weit sind die Blöcke nicht entfernt. So. Jetzt haben wir es doch wirklich geschafft. Jetzt hast du es geschafft. Ich habe zwar nichts in dem Level selbst gelöst, aber hey.
war halt eine halbe Stunde spielen nach Anleitung. Ich habe was vergessen. So viel zum Prinzip. So. Ach, komm schon! Boah, wenn ich das ohne Stage spielen würde, ich würde ja bekloppt werden. HF hat's ohne Save-States geschafft. Ja, das ist, ich würde trotzdem bekloppt werden. So, und jetzt muss ich den Kollegen... Wait. Denk vernünftig nach und du weißt, was du tun musst. Ich hätte vorher draufsetzen müssen. Richtig. Tschüss. Ich drücke immer die falschen... Oh mein Gott, wieso drücke ich immer die falschen Tasten? Ich wollte von hier aus hinlaufen. So. Meine Nerven. Nein, ich habe was vergessen. Ich darf ja nicht einfach hochspringen. Jetzt. Immer noch zu bald. Jetzt. Das ist... Das sieht aus, als wenn du einfach... Als wenn da nichts mehr wäre. Du springst einfach durch. Warum? Warum darf es das? Boah, das Level habe ich null selbstständig gelöst. Holy shit. Haben wir jetzt in dem Part nur dieses Level... Wir haben in dem Part nur dieses Level gemacht, ne? Wir haben nur dieses Level gespielt und im nächsten Part kommt wahrscheinlich nur dieses Level. Infinity! Im nächsten Part kommt dann nur das andere Schloss. Aber der nächste Part wird nicht Infinity lang sein. So. Hoffen wir es. Hoffen wir es. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, was Infinity... Wir kommen und wir werden siegen. Was könnte Infinity sein? Wahrscheinlich irgendein Loop oder sowas. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.